Heute habe ich Elisabeth Göttler zu Gast im Kochsalon. Muss sie nicht wirklich vorstellen, denke ich. Ich mache es trotzdem, einfach, weil ich mich so freue, dass du da bist. Weil wir haben schon wirklich oft miteinander gegessen, aber noch nie miteinander gekocht. Ja, ich würde mich nicht getrauen, mit dir zu kochen. Du bist ein Profi. Ich habe sie kürzlich gefragt, hast du nicht Lust, mal in den Kochsalon zu kommen? Und sie hat tatsächlich ja gesagt. Also das ist wirklich eine totale Premiere. Elisabeth Göttler war viele Jahre lang zuständig für die Sacher-Hotels in Wien und in Salzburg. Die hat sie mittlerweile in ihre Kinder übergeben und stürzt sich mit voller Kraft und Aufmerksamkeit an das neue Sacher-Kind sozusagen. Ja, das ist mein Sacher in den Bergen, das Alpinresort Sacher. Und genauso wichtig wie in Wien und in Salzburg ist natürlich auch dort die Küche. Ich würde sagen, sie ist gar noch wichtiger, weil bei uns essen die Gäste natürlich jeden Tag. Mittags und abends. Und, dann auch muss ein bisschen anders als in einem Stadthotel, denke ich mir, in Seefeld. Anders, da geht man wandern, da geht man Skifahren. Genau. Aber man freut sich den ganzen Tag auf das Abendessen. Das meine ich ja, da hat man viel mehr Hunger. So viel Aktivitäten. Es gibt zwar nicht meistens eine à la carte Karte, sondern da gibt es eben so ein Wahlmenü, vegetarisch oder Fisch oder Fleisch. Aber es muss alles gut sein. Die Elisabeth hat gesagt, sie wird Rindsrouladen kochen. Das hat mich dann doch recht überrascht. Ist das ein Rezept, das du besonders gerne hast? Oder? Ich glaube, das ist ein Rezept, das alle gerne haben, weil ich komme immer mehr drauf. Und das ist auch eigentlich das, was wir in dem Hotel machen wollen. Die Leute wollen nicht mehr so etwas ganz Ausgefallenes. Ja. Sie wollen eine sehr, sehr gute Hausmannskost, von der sie wissen, was sie bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Rindsrouladen, das kennt eigentlich fast jeder. Und wenn die gut sind, dann ist das eigentlich ein Erfolg. Du bist ja doch viel unterwegs und isst wahrscheinlich immer in deinen Hotels oder in Restaurants. Kochst du auch wirklich manchmal selbst oder ist das eher früher gewesen mit den Kindern? Also ich habe von dir gelesen, gibt es so wunderbare Rezepte, wo man nicht sehr viel schmutzig macht. Alles in einem Topf, in einer Pfanne. Das nutze ich, weil eins ist mir grauenhaft. Essen wird wohl sein müssen und da mache ich auch allen Freude. Ja. Aber mit dem Abwaschen und dem Wegräumen, das muss nicht sein. Ja, wir lieben daher möglichst sparend, was Geschirr betrifft und Schmutz betrifft. Bei mir ist es auch immer sauber, weil ich alles gleich wegtue. Aber das passt gut zu unserem Gericht, weil da landen jetzt gleich unsere Rindsrouladen drin. Genau. Wir haben doch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, wir sollten anfangen. Wir tun. Gut. Elisabeth, von wem ist das Rezept, das wir da machen? Du. Ich habe unseren Küchenchef gefragt, den Kai Küpferle. Das ist ein junger Mann. Ja. Der ist erst 26 Jahre alt. Er kocht mit Begeisterung. Was mich vor allem freut, er ist wahnsinnig gut im Team. Also er hat eine wichtige Mannschaft. Und es macht ihm Kochen Freude. Und unsere Gäste lieben seine Küche. Das ist das Allerwichtigste. Ja, natürlich. Sie sind begeistert. Arbeitet ihr im Sacher Alpin Resort viel mit regionalen Produkten, weil du gleich gesagt hast, das ist Tiroler Speck? Wir hauptsächlich regionale Produkte. Also habt bei uns gibt es in der Nähe einen Zockerhof, die haben so ganz wuschelige Rinder. Aha. Die kennen sie alle per Namen. Also ich denke mir, wie geht das, wenn man die so gern hat? Und heute essen wir die Susi. Da zum Schlachten bringen muss. Und das kommt irgendwie bei den Gästen gut an, weil wir sagen, wir wollen sie das besuchen, diesen den Betrieb. Und da freuen sie sich, wenn sie das machen können. Na gut, da können sie in Tirol ja auch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ja, das ist schon ganz gut. Und dann haben wir so einen Kräuterhirsel, der auch die Kräuterwanderungen macht. Und da kann man dann genau sehen, wo man die ganzen Wiesenkräuter holen. Ja, da kenne ich mich viel zu wenig aus. Meine Mutter geht immer und sagt, schau, das ist quasi Schafgarten. Diese Kräuter werden nämlich nicht nur in der Küche, wir haben auch einen Kräutergarten natürlich vorm Haus, aber diese Kräuter werden auch verwendet für den Spa. Weil die werden dann für die Behandlungen verwendet. Wo man dann so Cremen draus macht oder Öle. Genau. Gut, ich glaube, nach unserem Kochen brauchen wir bald ein Spa. Das ist so auffällig. Haben wir die zweite? Gut, jetzt ist die letzte. Die letzte kommt ein Speck. We'll be right back.
So, Elisabeth, wie lange müssen die Rouladen jetzt im Ofen sein? Naja, so 60 Minuten oder ja, so. Ja, ich glaube auch eine Stunde auf jeden Fall. Wir haben sie ja nicht so scharf angebraten. Also. Aber wir haben sie sehr dünn geklopft. Ja. Ich finde, wir haben uns jetzt zwischendurch ein Glas Wein verdient. Der, dann, den wir zum Aufgießen verwendet haben. Genau. Das ist gut. Sein Zweigelt von Paul Axe, den probieren wir jetzt. Und dann müssen wir ein bisschen aufräumen, weil wir zwei haben ein bisschen einen Sauschall gemacht. Ja, ich würde schon mit dem Fetzen drüber fahren jetzt. Das machen wir gleich. Davor eine kleine Pause. Ja. So, sag, das der Zweigelt passt da wunderbar dazu, Martina, zu den Rindsrouladen. Mit dem Kochen ist natürlich ein großes Das müssen wir wieder machen, das ist ja herrlich, wie das mit uns was, beiden dann funktioniert. Machen wir was ganz Schwieriges, ja? So eine Challenge, so ein Witzigmann-Rezept oder so. Der passt gut, der ist ziemlich leicht. Mhm. Aber du hast ja Kochen gelernt tatsächlich, gell? Du warst mal in der Kochschule. Du, ich habe Kochkurse gemacht, einen Kochkurs gemacht. Bei wem? Da gab es eine wunderbare private Dame, die Hedda Riedl. Ja. Und die Hedda Riedl hat immer in dem Nestle-Haus am Gürtel, Margaretengürtel, glaube ich, hat sie Kochkurse gemacht. Und da war die Sissi Waldheim, die Christa Karas, Freundinnen von mir. Wir haben so zu fünf, zu sechs gekocht. Lustig. Ja. Ich habe ungefähr 20 Menüs gelernt. Ja, österreichische Küche, aber auch andere Sachen. Und Dinge, die ich immer noch mache, aber bis vom einem wunderbaren gedämpften Lachs im Ganzen, weißt du? Herrlich. Das ist wirklich gut. Ja, und wo deine Kinder profitiert haben in ihrer Kindheit, dass sie solche Sachen bekommen haben. Na gut, dann räumen wir mal auf. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, ich glaube, wir sind fertig. Schauen wir mal. So, das schaut super aus. Jetzt Hand aufs Herz. Sind das deine ersten Rindsrouladen? Nein, ich habe schon welche gemacht. Nur ist natürlich, wenn ich das für meine Kinder mache, oder, dann wird das nicht so schön angerichtet. Es ist ein bisschen eine Arbeit, aber ich finde, das ist es absolut wert. Ich danke dir sehr für deinen Besuch. Es war mir eine große Freude und ich habe von dir gelernt, was man für tolle Utensilien haben kann. Da habe ich noch einige auf Lager. To be continued, sage ich nur. Das kann ich dir noch ein paar zeigen. Ja, also, super. Ich hoffe, wir kochen wieder mal miteinander. Ja, das war machst du einen Vorschlag, was wir kochen. Sehr gerne. Dein Lieblingsgericht. Da gibt es viele. Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsgericht, aber wir können wirklich was Tirolerisches kochen. Ja. Super. Miteinander. Super. Gönnen wir uns noch einen guten Schluck? Ja, weil es war schon viel Arbeit. Ja, vor allem die Julienne schneiden. Die Julienne, die beschäftigt uns noch länger. Danke, Martina, Elisabeth. Zum Wohl. Vielen war Dank. Schön, bei dir zu sein. Gute Fahrt nach Seefeld. Ich hoffe, du isst das alles auf. Alles, natürlich. Na, schau mal, ich habe eine große Familie. Da kann der Kari dann mitessen. Ja, da kriegt er so eine kleine.